Und dann bin ich dort hergesessen zu ihr, in die Praxis. Sie schaut mich an und sagt so, schauen Sie, wo Sie mir in die Praxis hineingekommen sind, wie Sie sitzen, wie Sie sich bewegen, wie Sie reden. Und das hat nicht mit dem Temperament zu tun oder irgendwas, sondern Sie haben ADHS. Ich so, yay, danke, cool. Hallo und herzlich willkommen zu «Hallo Gesundheit», einem Podcast von der CSS. Ich bin Manuel und die Frau, die ihr vorher gerade gehört habt, das ist Elisa Dadak. Sie hat mit 44 herausgefunden, dass sie ADHS hat. Warum die Diagnose erst so spät gekommen ist und was das in ihr ausgelöst hat, über das rede ich mit Elisa auf einem Spaziergang durch den Friedhof Sielfeld. Hallo, ich bin Elisa. Ich bin spät diagnostizierte ADHSlerin und erzähle meine Geschichte. Ich arbeite im Verkauf und mache nebenbei Stand-up-Comedy. Comedy ist zu meiner Therapie geworden. Heute spaziere ich hier im Friedhof Sielfeld mit Elisa. Die, die aufmerksam den Podcast «Hallo Gesundheit» hören, die wissen, da bin ich schon mal gewesen, zum Thema STI. Die Folge könnt ihr gerne auch noch mal nachhören. Es ist einfach wirklich ein super Ort zum Spazieren da. Und ich überlege mir immer so mega Einstiegsfragen, wie könnte man das Gespräch anfangen. Heute, Elisa, finde ich, halten wir es einfach simpel, so ein ehrlich gemeint, wie geht es dir heute? Mir geht es sehr, sehr gut. Ich bin entspannt. Es ist ein guter Wochenstart. Ich bin frei und darf mit dir spazieren. Juhu! Sehr schön. Was ist für dich ein guter Wochenstart? Ein guter Wochenstart ist, wenn ich am Morgen verwache und es läuft, der Tag läuft, ich bin im Drive. Ja. Ich kann meinen Tag strukturieren, der nicht immer geht. Und ich gut geschlafen habe. Und einfach wirklich frisch bin, so fresh. Also du sprichst Tag strukturieren an. Ist das nicht immer einfach so, wenn man ADHS hat? Nein. Es ist so ein Lauf auf Eierschale oder einmal so ein Feuerlauf. Weil so sehr man sich, je mehr ich mich anstrenge, mir einen Tag zu strukturieren, desto weniger passiert. Weil ich mir etwas vornehme, wo mein Hirn dann findet, Und es muss nur irgendein Anruf sein auch, oder irgendein Termin, den ich zum Beispiel vergessen habe, obwohl es in meiner Agenda steht. Dann kann das den ganzen, nur schon am Morgen, den ganzen Morgen durcheinander bringen. Und dann ist wie so der Tag gelaufen. Was geht denn so in dir vor, eben wenn du so einen Termin verpasst oder etwas vergisst? Was ist das für ein Gefühl, das dann kommt? Schuldgefühl. Mir gegenüber und auch am Termin gegenüber. Es ist ja nicht, dass ich den Termin vergesse, sondern so, ich vergesse, dass ich einen Termin habe und dann muss ich mega stressen zum Beispiel. Und wenn ich so fest pressieren muss, dann ist für mich so, eben, dann bringt es bei mir die ganze Struktur durcheinander. Weil ich muss immer irgendwo ankommen. Jetzt auch, bevor wir abgemacht haben, ich bin einen Kaffee holen und ich bin früher spaziert an Eingang. Weil ich kann nicht irgendwo knapp ankommen. Das macht mich wahnsinnig. Dann bist du wie zu wenig präsent. Genau, quasi. Genau. Okay. Das kann ich auch mega nachfühlen, dass man so, eben wenn man noch immer anstresst, dass man dann so im Kopf noch völlig hinein drin ist und dass man wie nie nachkommt. Ist das ja. So ein bisschen das Gefühl, ja, dass du im Tag immer hinein hechelst? Ja, wie du erklärst, immer so ein bisschen hinein drin, obwohl es gar nicht schlimm ist. Und das rührt mich einmal recht aus der Bahn. Was heisst aus der Bahn rühren denn für dich? Was passiert? Eben, du hast das Schuldgefühl schon angesprochen, aber was passiert noch? Ich bin so teilnahmslos, auch ein bisschen. Trauer kommt vor, also nicht zu verwechseln mit Depression, das habe ich gar nicht, zum Glück. Aber einfach so, hat doch jetzt keinen Sinn mehr. So. Und dann schlafen, das hilft dann wieder? Schlafen wirkt bei mir einmal Wunder oder einmal nur schon ein Powernap. Ich brauche so, um meine, so lade ich meinen Akku auf, einmal schnell eine halbe Stunde anliegen und ich kann dann wirklich schlafen. Also ich kann dann wirklich anlegen und ich schlafe eine halbe Stunde und dann ist meistens wieder gut. Manchmal halt nicht so, aber ich habe da auch gelernt, jetzt damit umzugehen und zu sagen, hey, es ist im Fall okay. Wir müssen vielleicht noch ganz kurz erklären, warum es jetzt diese Folge heute gibt zu ADHS. Weil wir haben ja schon vor einem Zeitchen zwei Folgen gemacht zu ADHS. Dort haben wir auch so ein bisschen über den
Gender Gap geredet in der Medizin, gerade bei ADHS auch, dass ADHS bei Frauen sehr viel seltener entdeckt wird als bei Männern, weil man eigentlich lange Zeit nur so ein bisschen die typischen männlichen Symptome im Auge gehabt hat. Und das ist ja an sich mega cool, dass wir über das reden, aber wir haben mit zwei Männern darüber geredet. Und dann hast du gefunden, Elisa, hey, CSS, das geht irgendwie nicht. So nicht! Wie ist das genau abgelaufen? CSS hat einen Post gemacht über ADHS eben, und dort habe ich die voll gelost. Und dann habe ich gesehen, es haben ein paar Frauen kommentiert, weil es ist darum gegangen, ich bin nicht mehr sicher. So, ja, sie haben nicht so viele Frauen gefunden, die ADHS haben. Und ich habe geschrieben, wow, here I am. Schreiben wir, läutet mir an. Ich kann euch da eine Geschichte erzählen. Sehr gerne. Und, ja, und dann ist es ein Stein ins andere zu rollen gekommen. Und es ist, man muss darüber reden, man darf darüber reden. Man darf die Scham ablegen auch. Ja. Weil, ja, haben viele. Und dabei ist es ja nicht schlimm. Wir können mega gut damit leben. Ja. Mit dem ADHS. Ja, mega cool, dass du die Initiative ergriffen hast. Auch mega nice, dass CSS dann gesagt hat, hey, machen wir. Und jetzt machen wir noch eine dritte Folge, wo wir eben genau so ein bisschen den Aspekt, wie äußert sich ADHS bei Frauen, auch anschauen. Ich merke selber, so ein bisschen, wenn ich an ADHS denke, dann denke ich so an die wilden Buben in der Schule, die irgendwie nicht aufpassen und die ganze Zeit Zeichen machen. Aber eben, du hast es schon angesprochen, es kann sich auch ganz anders zeigen. Wie hat es sich bei dir gezeigt, jetzt mal in der Kindheit zuerst? Ich war ein unglaublich verträumtes, kreatives Kind. Ich bin nicht aufgefallen, eher eben aufgefallen, weil ich nicht auffallen. Eben meldest dich im Schulunterricht nicht, also streckst nicht so wirklich auf. Oder ich konnte aber ganz viel plappern über Themen, die so keinen interessieren, aber mich. So wie man das jetzt dem sagt, Hyperfokus. Und ich habe mich oft auch nicht verstanden gefühlt. Und dann wird es halt dann heisst es oft, jetzt hat uns ein Rab die Nuss nachgerührt. Sorry, schnell. Schau. Ah, mega cool. Ich knackte sie. Also hat er die angerührt, dass du sie knackst? Er hat sie so er ist da hinter uns. Ich habe gehört, die Flügel gehört noch irgendwie. Aber nein, so gut. Schau da. Jetzt haben wir die Nüsse. Genau. Ich war eher so wirklich ein verträumtes, verpeiltes Kind. Ich hatte auch viele Hobbys. Immer eins, als ich angefangen habe, habe ich wieder aufgehört. Ja. Und in der Schule, also wenn du verträumt bist, das heisst, du bist wirklich völlig abgeschweift in deine Welten. Was hast du dir so überlegt? Was ich mir dort als Kind überlegt habe? Ja, voll. Hey, das weiss ich nicht mehr, aber ich bin einfach nicht präsent. Also es hat mich einfach nicht interessiert. Ich bin so mittelmäßige Schülerin, aber es hat mich einfach nicht interessiert. Und auch, ich hatte auch Freunde, aber es ist irgendwie so, ich war einfach immer so ein bisschen anders gewesen. So, ja. Du hast noch gesagt, so ein bisschen, dass du von Sachen hast können erzählen, so der Hyperfokus. Das muss man vielleicht noch ein bisschen erklären. Wie fühlt sich der Hyperfokus an? Was ist das überhaupt? Hyperfokus ist, wenn ich persönlich, ich rede von mir persönlich, wenn ich ein Thema aufschnappe und drin kann versinken. Also du kannst mir in der Pandemie habe ich ein Aquarium geschenkt bekommen. Und dann hat der Hyperfokus angefangen, ich habe das komplett angefangen auszubauen. Also ich habe meinen Fischli ein Paradies gebaut. Ich habe angefangen zu googeln, woher die Pflanzen kommen. Und die Fische haben sich angefangen zu vermehren. Also ich bin wirklich, ich bin so fokussiert gewesen auf das Aquarium und die Lebewesen in dem Glasbehälter. Ich habe einmal auch, wenn ich dort drin rumgerübelt habe, Stunden verbracht und vergesse ich einmal auch zu essen und zu trinken. Das ist auch noch so ein Symptom, das man bei ADHS hat. Wenn man im Hyperfokus ist, kann man einfach in dieser Welt versinken. Helikopter. Du bist auch sehr aufmerksam. Du hörst gerade Geräusche, die irgendwo rum sind. Du siehst den Raben oder du hörst gerade Geräusche. Aber ich kann eben doch die Erfolge. Das ist eben auch das Spannende.
auch wenn ich nicht mit dir Blick, es ist für mich viel einfacher, mich zu konzentrieren, wenn ich nicht mit dir Blickkontakt habe, sondern dass irgendetwas passiert rundherum. Und es ist eigentlich, dass es so schlifferig ist, eigentlich gerade gut, weil da konzentriere ich mich einerseits, dass ich nicht ausrutsche, habe auch dich so im Winkel, dass du nicht ausrutschst und durch das schnappen bei mir Synapsen, damit ich mit dir reden kann. Findet wiederum aber viele Leute anstrengend oder unhöflich, weil ich ihnen nicht in die Augen schaue. Ah, lustig, meine Mitbewohnerin hat das eben auch gesagt, so, hey, gell, Manu ist easy, ich lasse dir zu, ich bin da zwar am Laptop und mache noch etwas nebenan, aber ich lasse dir vollkommen zu. Stimmt das wirklich? Das ist das Beste. Am besten ist, wenn ich am Kochen bin, etwas am Schnetzeln und du hockst nebenan auf dem Stuhl und du redest mit mir. Hey, dann können wir von mir über Quantenphysik reden. Keine Ahnung, was Quantenphysik ist. Also, aber dann kann ich mit dir am besten reden. Und da entstehen die besten Gespräche und ich kann dem komplett folgen. Und du kannst wirklich komplett folgen? Weil das ist für mich auch schleierhaft. Ja. Ich weiß. Weil ich muss mich auf etwas konzentrieren und ich kann das aufnehmen und sonst nichts. Jetzt kommt noch das Gute. Mein Kind ist in einem Spektrum. Und wenn wir miteinander kommunizieren, das ist jenseits. Also wenn die Leute uns beobachten würden, mein Kind macht die Lehre zu Bekleidungsgestalter, ist am Nähen, Laptop läuft noch, ich bin in der Küche etwas am Schnäfeln, mein Zeug läuft auch noch und wir können miteinander so tolles, gutes Gespräch haben. So, es gibt eben neurotypische, wenn ich sage, hey, wie könnt ihr das? Anstatt eben wiederum zusammen so am Tisch sitzen und über etwas reden, das ist... Das geht nicht. Nein, das ist ganz schlimm. Was passiert dann? Also dann schweifst du einfach ab, oder wie? Oder? Ich schweife ab und dann... Es fängt mich wie so... Obwohl es nicht langweilig ist, ich werde unruhig. Es langweilt mich. Es ist so... come to the point. Also weißt, komm zum Punkt. Was möchtest du mir erzählen? Was ist die Essenz? Obwohl ich sie schon lange weiss. Und jetzt, also das Gespräch jetzt mit mir ist okay, geht das? Mega! Schau, ich bin da so auf den Boden fixiert, schaue, dass keiner von uns ausrutscht, ich höre den Helikopter. Es ist mega, voll safe, es ist perfekt. Also eigentlich ist der Spaziergang, den CSS da konzipiert hat für Menschen mit ADHS, ist einfach perfekt. Perfekt, gehen also spazieren, gehen Sachen anschauen oder eben, wir könnten jetzt eben über irgendein Studium reden oder... Was mir jetzt noch auffällt, ist, du haltest manchmal so an. Aha. Und nachher schaust du mich so an und dann redest du so ganz eindringlich mit mir. Also was ist das für ein Ich glaube, das ist auch so ein Tick, eben auch eine Angewohnheit, um dir vielleicht das Gefühl zu geben, ich höre dir im Fall zu, okay. Ich bin im Fall da. Ich habe eben oft von Menschen gehört, hey, bist du überhaupt da, hörst du mir zu? Und das ist sowieso, um meinem Gegenüber auch ein bisschen bestätigen, hey, es ist alles gut. Wie dir die Sicherheit geben, ich bin da, ich höre dazu, ich bin voll aktiv. Und jetzt sind wir bei deiner Kindheit gewesen, wie du so ein bisschen als Kind gewesen bist. Wie ist es nachher weitergegangen? Also hat man das dann auch irgendwann mal etwas abgeklärt? Oder bist du mit der Medizin wie so in Kontakt gekommen? Man hat gar nichts abgeklärt. Ich habe so eine kleine Odyssee gewesen, Ausbildung angefangen, Ausbildung abgebrochen. Von zu Hause auszogen, weil halt immer Konflikte da waren. Was sind denn für Konflikte? Also auch unter anderem wegen ADHS, oder wie? Dort habe ich ja noch nicht gewusst, dass ich ADHS habe. Aber wenn ich so rückblickend, wenn ich jetzt zurückschaue, ist alles klar und logisch. Du bist halt einfach... du bist dumm, du kannst nichts, du bringst es zu nichts. Wieso hast du jetzt wieder so eine Unordnung in deinem Zimmer, um dein Zimmer auf und all das. Und ich habe im Chaos gelebt, ich bin im Chaos... für mich war Chaos amigs so schön. Und eben das Anecken, und dann ist die Pubertät gekommen. Und dann heisst, dann wird alles auf Pubertät geschoben. Meine Diagnose habe ich jetzt im Fall erst seit einem Jahr. Auf die Diagnose gehen wir nachher später noch ein. Mich interessiert noch vorher, wie ist das denn gegangen? Hat man irgendetwas abgeklärt oder gar nichts abgeklärt? Oder wie ist dir das so gegangen? Man hat mich, glaube ich, einmal zu... die Kindergärtnerin hat gefunden, ich müsse zu der Psychologin, weil etwas nicht mit mir stimmt. Weil ich Kreisli nicht schön ausgeschnitten habe. Dann hat mir die Psychologin
Es ist krass, das kann ich mich so erinnern an dem Moment. Das ist ja ewig her. Dort hat mir die Psychologin die Schere in die Hand gedrückt und hat gerade gesehen, ja gut, das Kind ist Linkshänder. Geben dem Kind einen Linkshänder-Schere. Hey, nein. Es ist ja, und so. Und dann ist es gegangen. Dann hat Elisa auch ein Kreisel ausschneiden können. Und nachher eben, du hast gesagt, Jugend, nachher hat es viel Konflikte gegeben, du hast die Lehre abgebrochen, bist ausgezogen. Wie ist es dann dort weitergegangen? Also, weißt, wie ist es dir gegangen? Mega befreiend einerseits, weil ich in einer WG gewohnt habe. Ich habe eine Theaterausbildung angefangen, wo ich eben so, eben halt, da hat es Leute gehabt, die wie ich sind. Aber trotzdem habe ich mich noch nicht aufgehoben gefühlt. Also ich bin immer, ich war das Leben lang immer so ein bisschen auf der Suche gewesen, wo gehöre ich hin? Wer bin ich? Warum bin ich? Und dann tust du das Thema immer wieder ablegen, weil halt dann das Leben ins Spiel kommt. Dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Ich habe dann noch das KV nachgeholt an der Handelsschule, damit ich doch noch einen Job finde. Mhm. Und ich habe immer Jobs gefunden. Also ich war nie arbeitslos oder sonst irgendwas. Ich habe immer Jobs gehabt. Ja. Aber nicht lange. Ah, dann musst du immer wieder wechseln. Das ist ein bisschen so ein Symptom, dass man dann immer wieder etwas Neues sucht. Ich habe, glaube ich, immer so alle zwei Jahre einmal meinen Job gewechselt, weil es mich nicht mehr interessiert hat. Und an einem Ort war ich wirklich sehr, sehr lang. Wo ich dann aber nach dem Mutterschaftsurlaub habe ich dann aber dann gekündigt. Und du bist aber dann, bist du mal in Psychotherapie gegangen oder so, so etwas? Vorher ja, aber wegen ganz anderen Themen. So wegen Konflikt eben zuhause. Ich habe auch erst mit 22 meinen lieblichen Vater kennengelernt. Also es ist mehr so um das Thema Familie gegangen, woher komme ich, woher stamme ich und einfach auch die Konflikte mit der Mutter, die ich hatte, immer hatte. Ich bin wegen dem eigentlich immer so ein bisschen, immer wieder mal so ein bisschen bei der Psychologin checken. Ja. Das hat jetzt nichts mit dem ADHS zu tun gehabt, oder ist auch nicht aufgefallen dort, der Psychologin? Dort hat man noch nichts gewusst und das ist nie zu Wort gekommen. Es sind auch Burnout ist mal das Wort gefallen, dass ich vielleicht ausbrennt bin. Aber jetzt habe ich mir gefunden, hey, das ist kein Burnout, ich kenne Menschen, die Burnouts haben. Und ich bin eigentlich auch nicht dorthin gegangen, um eine Diagnose zu bekommen, sondern einfach so ein bisschen, um herauszufinden, was läuft mit mir? Aber im Nachhinein ist es schon, all die Sachen, die passiert sind, die Konflikte oder eben so ein bisschen, dass man überhaupt darauf kommt, es könnte ein Burnout sein, dass das ja schon mit dem ADHS zusammenhängt. Das war schon lange ADHS, nur ja. Eben, man hat es nicht können oder man hat es nicht diagnostiziert. Dazumal. Kannst du im Nachhinein sagen, was es noch für Folgen hatte, dass man das eben nicht erkennt hat, dass du ADHS hast, für dich? Das Körpergefühl. Ich hatte zum Glück zum Beispiel jetzt keine Essstörung. Es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel auch eine Essstörung haben. Oder auch Depressionen. Zum ADHS können ja immer noch weitere Sachen dazukommen. Es ist ja nicht Sucht. Dort bin ich Gott sei Dank auch verschont worden, außer eben Nikotin. Ich meine, ich rauche und das bringe ich einfach nicht weg. Aber bin jetzt nie abhängig von anderen stimulierenden Substanzen gewesen, zum Beispiel. Süßgetränke finde ich auch super. Das ist auch Dopamin im Hirn. Und du hast es angesprochen, du hast vor einem Jahr erst herausgefunden, dass du ADHS hast. Und auch ein bisschen dank deiner Tochter. Ey. Wie ist das genau abgelaufen? Generation Z, die ja aufwächst mit sozialen Medien wie TikTok. Mein Kind hat mir ab und zu mal ein paar Videos geschickt und gesagt, so, hey Mama, schau, die ist wie du. Und dann bin ich auf eine Frau gestossen auf TikTok, die etwa gleich alt ist wie ich, die darüber aufklärt. Dann habe ich gedacht, oh shit, hat was. Ich habe es mal aber beiseite gelassen. Und dann habe ich, der Algorithmus hat mir natürlich immer mehr ADHS-Frauen geschickt auf TikTok. Und dann auch erklärt, so, hey, es ist ja nicht, dass irgendwie etwas ab und zu mal vergisst ist, sondern die Frau hat oder die Frauen mit ihnen haben auf ihren Accounts wirklich mein Leben widerspiegelt, wörtlich. Und dann habe ich mit Freundinnen geredet, die ADHSlerinnen sind, weil ich habe dort gefunden, ja, ADHSler sind wild und bäh. Ich bin einmal auch wild, aber
Ja, dann hat mir eine Freundin geraten, so, hey, klär dich ab. Dann habe ich an eine Psychologin geschrieben, die darauf spezialisiert ist. Ziemlich schnell einen Termin bekommen, mit ihr geredet. Sehr, sehr emotionale Geschichten sind bei mir vorgekommen. Was für dich denn? Ich habe meine Geschichte erzählen. Und sie hat einfach immer so wohlwollend genickt. Also sie hat nichts gesagt, aber... Und ich habe dann gesehen, dass sie hat so wie so ein ganzes herziges, feines Schmunzeln auf ihren Lippen. Und ihr Blick ist so... Sie hat recht einen stechenden, beobachtenden Blick gehabt, dass sie mir das immer... Sie hat mir so die Bestätigung gegeben, hey, du spinnst im Fall nicht. Es stimmt im Fall alles, was du sagst. Das bildest du dir nicht ein. Das haben wir schon gelangt. Und eben, Emotionen waren halt, ich konnte so meine Jugend aufarbeiten, dass ich halt nicht dumm bin. Ich habe noch einen IQ-Test gemacht und mein IQ ist ziemlich hoch. So, wow, Glück gehabt. Ja, dann hat die Abklärung angefangen mit all diesen Tests und Fragen. Und dann hat sie mir angerufen und hat gesagt, so, sie hat das Ergebnis, wenn sie vorbeikommt. Und dann bin ich dort hergekommen zu ihr, in die Praxis. Sie schaut mich an und sagt so, schauen Sie, wo sie mir in die Praxis hineingekommen sind, wie sie sitzen, wie sie sich bewegen, wie sie reden. Und das hat nicht mit dem Temperament zu tun oder irgendwas, sondern sie haben ADHS. Ich so, yay, danke, cool. Ja, was hat das bei dir ausgelöst? Mega viel Erleichterung. Mega viel Erleichterung und sagen, oh mein Gott, ich bin ja wirklich nicht komisch, anders. Oder es ist, ich habe zuerst gemeint, so, nein, was ist, wenn ich irgendwie sonst etwas im Hirn habe, bevor ich die Diagnose hatte. Mega viel Erleichterung und so viel Aha-Momente. So viel Ahas, wirklich, ich hätte rausschreien können. Ich bin mega, mega happy gewesen. Ja. Muss ich ganz ehrlich sagen. An was hat sie es erkannt mit der Haltung und dem Reden und dem Bewegungen? Sie hat so ein Ledersofa in ihrer Praxis und ich bin dort hergekommen und ich bin einfach die ganze Zeit... Ich habe sie einmal gebeten, so darf ich bei ihnen in der Praxis rumlaufen, wenn wir miteinander reden. Weil ich finde, das Material ist komisch von ihrem Sofa. Ich finde, der Winkel von meinen Knien ist komisch, wenn ich da sitze. Am liebsten würde ich liegen. Darf man das überhaupt? Einfach... So, und sie so, machen sie einfach. Und dann durfte ich wirklich mal rumlaufen, aus dem Fenster schauen und mit ihr schwätzen. Einfach, es ist so die innere Unruhe, die du hast. Und auch der Drang, so, hey, ich will etwas machen, damit ich es dir besser erklären kann. Aber auch so recht sensibel in dem Fall, also auf zum Beispiel eben Oberfläche vom Sofa oder, also du nimmst auch viel wahr. Ja, so Stoffe und auch Gerüche. Ja. Also eben so... Die Vögel, die um uns fliegen. Und ich habe jetzt inzwischen auch, ich darf ja als Medi nehmen. Und dort habe ich auch gelernt, auch wenn der Rab dort rumgerübelt ist, ich kann dir voll folgen. Ich weiss, über was wir reden. Und ich trainiere einmal, wenn ich das Medi nicht nehme, trainiere ich mein Hirn, das trotzdem so zu machen wie mit dem Medi. Was nimmst du für ein Medi? Ich nehme ein Concerta, 27 ja. Milligramm. Wie wirkt das denn genau? Es gibt mir den schönen Filter, also schönen Filter. Ich will es nicht schön reden, ich will kein Medikament schön reden, aber es unterstützt mich, indem es mir den Filter aufs Hirn gibt, damit ich nicht völlig reizüberflutet bin. Meine, das Plätschern jetzt von dem Brunnen, das wäre jetzt für mich, oh mein Gott. Aber ich kann jetzt wirklich sagen, hey, da plätschert, es ist in Ordnung, ich folge dir weiter, es ist alles gut. Das Concerta ist jetzt nicht die Pille für alles, wo alle Probleme löst, sondern es gibt mir die Chance, auch nicht so eine Unruhe in mir rein zu haben. Nervös zu sein oder so, oh nein, was ist als nächstes, was muss ich als nächstes machen oder 300 Themen im Kopf haben. Ich habe 300 Themen im Kopf, aber jetzt kann ich es wie so in Ordner ein bisschen ablegen, in die Schublade ablegen. So, das muss jetzt nicht sein. Ich weiss, heute Nachmittag habe ich Wäsche. Aber ich habe den Stress jetzt, oh mein Gott, ich habe heute Wäsche. Weißt du, ich muss noch die Wäsche sortieren. Ui, nein. Also würdest du sagen, wieso
Diagnose und das Medi, die machen dich nicht zu einem anderen Mensch oder die lösen nicht alle Probleme, aber sie helfen dir, wie das einzuordnen. Und, genau, ja. Ja. Es gibt auch Tage, dann nehme ich das Konzert und dann bin ich trotzdem völlig verpeilt und habe keine Struktur. Das ist ja wie, es löst nicht alle Probleme, du musst trotzdem an dir arbeiten. Und das machst du, also gehst du jetzt auch noch in Psychotherapie oder so? Oder jetzt gerade nicht, jetzt bin ich so ein bisschen am Pausieren. Ich habe einen mega tollen Psychiater. Ich habe dann, als ich mit dem Medi angefangen habe und eingestellt war, hat er mir dann irgendwann gesagt, ja, also wir müssen uns nicht mehr sehen. Sie schreiben mir einfach ein E-Mail, schreiben, wenn sie das Rezept brauchen. Ich so, ja, aber wir haben immer so coole Gespräche gehabt. Und er so, ja, aber sie machen das auch gut. Und ich so, und dann habe ich auch so eine Phase gehabt, habe ich alles optimieren. So, oh, jetzt will ich das, das, das. Und dann hat er mir gesagt, so, gute Frau, Sie machen Comedy, Sie haben mega Freude daran, Sie können sich das alles merken, Sie brauchen mich im Fall nicht. Ich so, ja, okay, dann halt. So, sie geben mir so ein Ablehnungsgefühl. So, das ist ein anderes Thema. Das ist, ja. Ich rede auch viel mit Freunden, Freundinnen. Wenn ich mal auch so ein Kriseli habe oder so. Aber ich habe so den Frieden damit geschlossen. So, it is what it is. Und es ist gut. Mega schön. Was sind denn so die positiven Seiten jetzt von ADHS? Wenn du das jetzt noch sagen. Ich habe mega viel Positives. Es ist mega schön. Ich habe ja angefangen, auch Comedy zu machen, Stand-up-Comedy. Und so mein erster Joke war, dass ich über meine ADHS-Diagnose rede, wie ich auch zum Psychiater gehe oder wie ich auch auf Social Media ganz viele Heilerinnen mich angeschrieben hatte, dass sie mir helfen können. Und dann habe ich einmal eben nach so einem Open-Mic-Auftritt, haben mir plötzlich auch viele Frauen geschrieben, so, hey, ich fühle mich so verstanden. Du erzählst genau das, was bei mir passiert. Es ist mega schön und mega dankbar. Und ich habe gemerkt, hey, ich darf so kreativ sein. So, shit, das ist mega cool. Weil vor 20 Jahren bin ich immer so, ja, komm, übertreib nicht. Und, so, und jetzt weißt du, darfst du über dich. Jetzt darf ich so richtig reinhauen. Und die Menschen haben mega Freude daran. Und es ist so, das ist, finde ich so, das ist Psychotherapie. Das ist die beste Therapie. Das ist «Hallo Gesundheit», der Podcast von der CSS, heute zum Thema ADHS. Bleib noch ein bisschen dran, weil Elisa hat noch etwas zu sagen. Für die anderen beiden Episoden zu ADHS musst du ein bisschen abscrollen. Die sind nämlich vom letzten Juni, lohnen sich aber sehr. Und auch sehr empfehlen kann ich euch die Episode über Autismus mit der Maria Zimmermann. Sie hat ein bisschen eine ähnliche Geschichte wie Elisa. Auch sie hat ihre Diagnose eher spät bekommen, wie ganz viele autistische Frauen oder Frauen mit ADHS. So. Und jetzt zum Schluss nochmal Elisa. Es geht jetzt so um in der Gesellschaft, dass irgendwie, ja, jetzt hat ja jeder ADHS und das ist jetzt einfach so ein Trend. Nein, es nicht. ADHS hat es schon immer gegeben. Jetzt lassen sich einfach immer mehr Frauen abklären, was wichtig ist. Scheut euch nicht, euch abzuklären und das Thema anzuschauen.